Zum Jahresbeginn zeigt Arte, die Entführer lassen grüßen. Und Ein glückliches Jahr von Claude Lelouch. Zwei Filme mit Lino Ventura. Deshalb möchten wir uns heute der Frage widmen, worum ging's eigentlich bei Lino Ventura? Hier kommt unsere rein subjektive Antwort in 10 kleinen Häppchen. Ende der 50er hat Lino Ventura als Schützling von Jean Gabin erste Leinwandauftritte bei Gilles Grangier, bei Jean Delannoy und Henri Descoings, aber auch in Wenn es Nacht wird in Paris von Jacques Becker in den Armen Jeanne Moreaus. Oh, ja, bah, rentre. Il n'y a pas d'indiscrétion, tu vois. J'étais en train de féliciter la belle Josie. Il y a de quoi, mon pote, je viens de la salle, Josie. Comme ça. Bevor er 1958 einem breiteren Publikum bekannt wird, durch die Hauptrolle in Der Gorilla lässt schön grüßen, durch Verfolgungsjagden im Citroën DS. Recht minimalistische Stunts? Oh, oh, décidément, je m'y ferai jamais. Aber auch Folterszenen mit einem blutjungen Jean-Pierre Mocky als Peiniger und Prügeleien en masse, aber erst, nachdem man sich bekannt gemacht hat. Si j'ai bien entendu, votre nom à vous, c'est Combinin? Et alors? Et lui? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh, après tout, rien du tout. An der Schwelle zu den 60ern drehte Lino Ventura mit Julien Duvivier, Edouard Molinaro und spielte in einem der ersten Filme von Claude Sauté. Zu Beginn der 60er folgen ein erster Film in der Wüste, Taxi nach Tobruk, in dem er auf Charles Aznavour trifft. Und ein zweiter Film in der Wüste, 100.000 Dollar in der Sonne, mit Jean-Paul Belmondo, aber auch Bernard Blier und einem Kultdialog aus der Feder von Michel Audiard. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Mit Audiard und Blier arbeitet Lino Ventura erneut zusammen bei Georges Lautners Film Mein Onkel der Gangster, mit zündenden Ideen als Geburtstagsgeschenk. Treffenden Glückwünschen. Happy birthday to you, happy birthday. Und nicht zu vergessen, Szenen gezügelten Rausches. Faut quand même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Und ebenso gezügelter Wut. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser, me les. Mitte der 60er Jahre steht Lino Ventura erneut für Claude Sauté vor der Kamera, für Pierre Granier de Fer und dann für einen Film Robert Henricots mit Musik von François de Roubaix. Das ist uns einen kleinen musikalischen Ausschnitt wert. Zur selben Zeit folgt eine erneute Zusammenarbeit mit Georges Lautner für Mordrezepte der Barbouze und vor allem für den Film Nimm's leicht, nimm Dynamit, der mit einem regelrechten Sketch beginnt, für den wieder einmal Michel Audiard verantwortlich zeichnet. Il n'en est pas moins vrai, Monsieur Beretto, que c'est la troisième fois cette année et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivi pour coups et blessures. À qui la faute, Monsieur le Commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite, et c'est Monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris, quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots, j'ose même pas vous répéter, monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable, mais c'est tout, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vous l'avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière. J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle était pas décapotable, voilà. In der zweiten Hälfte der 60er spielt Lino Ventura in Filmen von Jacques Deray und José Giovanni und ist in einem neuen Film von Robert Henricot zu sehen, Die Abenteurer, in dem Lino Ventura mit Alain Delon und Joanna Schimkes in See sticht. Die Musik komponierte auch hier François de Roubaix.
Ende der 60er folgt der Clan der Sizilianer von Henri Verneuil, in dem er als Kommissar erst einem sehr provokanten Delon gegenübersteht. Vous regardez mon cou, Commissaire? Pas précisément. Und dann einem resignierten Gabin. Unterlegt werden die Szenen von der zeitlosen Musik Ennio Morricones. Bonsoir, Monsieur Malaise. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. On dirait que vous avez encore eu de la chance. Si on peut dire. Alors, on y va? On y va. Zur selben Zeit kommt es zur entscheidenden Begegnung zwischen Lino Ventura und Jean-Pierre Melville. Zuerst 1966 für Der zweite Atem, in dem er eine schicke Baskenmütze trägt und einen schicken Pyjama. Bevor er schließlich zu Jean-Pierre Melvilles geliebter Kombination aus Hut und Mantel wechselt. Und dann 1970 für den Klassiker schlechthin, Armee im Schatten. Eine Gruppe Widerstandskämpfer. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Je vous ai fait venir parce qu'il y a une urgence. Combien de gens avez-vous en tout embarqué pour Gibraltar? Geheime Aufenthalte in London. Treffen in Lyon mit Simon Signoret. Il est au courant de vos activités? Absolument pas. Und schließlich Gefangene, die zur Musik von Morton Gould warten. C'est la bonne. Zu Beginn der 70er spielt Lino Ventura in einem Film von Claude Pinoteau und in einem Film von Terence Young an der Seite von Charles Bronson. Zur gleichen Zeit trifft er in Die Rumstraße auf einen weiteren Weltstar. Der Bardot gelingt es sogar, Lino zu einem kleinen Tänzchen zu animieren. Allez, voyez, c'est pas si mal que ça. Est-ce que par hasard vous seriez timide, Capitaine? Doch vor allem ist der Beginn der 70er von dem Film Der Kommissar und sein Lockvogel geprägt, in dem Lino Ventura mit Marlène Jobert ermittelt. Wieder einmal zur legendären Musik von François de Roubaix. Zur selben Zeit kommt es auch zur wichtigen Begegnung mit Claude Lelouch. Zuerst für den Film Die Entführer lassen grüßen, in dem Ventura mit Freunden versucht, am Strand Frauen zu verführen. Gleich im Anschluss folgt Ein glückliches Jahr, den man immer wieder aufs Neue entdecken kann. Mit einem Lino Ventura, der im Gefängnis unbeeindruckt einer Vorführung von Ein Mann und eine Frau beiwohnt und dann als freier Mann im Nachtlokal Chemie Chou, erst der falschen, und an der echten Mireille Mathieu lauscht. Und als krönender Abschluss sein erstes entspanntes Essen mit Françoise Fabian. Qu'est-ce que c'est une femme? Comment ça, qu'est-ce que c'est une femme? Pour vous, qu'est-ce que c'est une femme? Und ein zweites, deutlich weniger entspanntes Essen mit den Freunden von Françoise Fabian. Vous avez vu prima della rivoluzione? No. Bertolucci porta un... Tre pugni in tasca di bell'occhio? Non più, no. Vous avez sûrement vu une autre femme? Parle che di sé, un savoir-man.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule. Vous lisez les critiques, monsieur? Non. Alors, comment faites-vous pour choisir un film? Comme je choisis une femme. En prenant des risques. Merci pour dîner et joyeux Noël. Mitte der 70er Jahre folgt ein berühmter Film unter der Regie von Édouard Molinaro nach einem Drehbuch von Francis Weber. Die Filzlaus mit Lino Ventura als Auftragskiller und Zimmernachbar eines lebensmüden Jacques Brel. Dieses ungleiche Gespann kommt erst im Fahrstuhl zusammen. Et vous, c'est... Votre nom, c'est comment déjà? Milan. Comme la ville? Dann auf der Straße. Salut! Neurolog de mes fesses! Und schließlich auf Landstraßen. Ne vous fâchez pas, Monsieur Milan! Monsieur Milan! Mais attendez! Attendez, voyons! Monsieur Milan! J'ai un bidon, attendez! Il y en a pour une minute! In den 70ern steht Lino Ventura außerdem für einen Film von Francesco Rosi vor der Kamera, aber auch für einen in London gedrehten Film mit Richard Burton und einen in Barcelona gedrehten Film von Jacques Deray. Ebenfalls in den 70ern ist er in Pierre Granier de Fer's Adieu Bulle zu sehen, als Partner von Patrick Devers. Pourquoi que t'es rentré dans la police, toi, Lefebvre? Parce que j'étais feignant, parce que j'avais aucune capacité et puis que la... Ouais, c'est pareil. Und er glänzt in Die Ohrfeige als Geographielehrer an der Eliteschule Louis Le Grand. Quand même dans la mise en scène, vous en faites un peu, non? Überzeugt als Dribbel- und Kopfballstarker Libero. Vor allem aber an der Seite von Isabelle Adjani als sittenstrenger Vater. Je vais y vivre avec Marc. Tu t'es vu avec tes petits genoux blancs et tes chaussettes? Oh, je peux mettre des bas, hein, si ça peut. In den 80ern wird es zwar etwas ruhiger um Ventura, er dreht aber noch einmal mit José Giovanni und mit Claude Pinoteau, spielt in Robert Aussens Legion der Verdammten nach Victor Hugos Die Elenden und schließlich im Verhör von Claude Miller, wo er sich als hartnäckiger Kommissar ein spannungsgeladenes Duell mit Michel Serrault liefert. Lino Ventura war all das. Er war ein Fels, eine Mauer, ihn umgab ein Panzer. Doch in einigen flüchtigen Momenten, die sicher zu den schönsten zählen und mit denen wir heute schließen möchten, bekam der Panzer Risse, bröckelte die Mauer. Bei einem Kinobesuch mit amorösen Folgen in die Rummstraße. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Bei einem morgendlichen Dialog mit Françoise Fabian in Ein glückliches Jahr. Vous avez bien fait de m'appeler. Vous avez bien fait de venir. Und schließlich in Die Ohrfeige, in Momenten unentschiedenen Wartens auf einem Bahnsteig mit Annie Girardot.